believe I'm sitting here, surrounded by a group of mountain gorillas. Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch unsere Auswahl für die Top 10 mythischen Tiere, die sich als real herausstellten. The mysterious narwhal has inspired myths around the world. And it goes from cute to killer in an instant. Let's go get some tail. Für diese Liste schauen wir uns einige Tiere an, deren Existenz einst für unmöglich gehalten wurde. Wir werden auch reale Tiere einbeziehen, die fälschlicherweise für legendäre Kreaturen gehalten wurden. Von welchem Fabelwesen wünscht ihr euch, es sei real? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Riemenfische könnten die echten Meeresungeheuer sein. Geschichten über Seemonster haben die menschliche Gesellschaft auf der ganzen Welt durchdrungen. Und das seit wir begonnen haben, die Meere zu befahren. Auch heute noch entdecken wir immer wieder neue Tiere in den Tiefen des Ozeans. Eines der am häufigsten erwähnten mythischen Meerestiere ist die Meeresschlange. Ein riesiges, schlangenartiges Wesen, das in der Tiefe lebt. Orfish are one of these strange, exotic fish that really catch people's attention. So when they do appear, they lead to speculation. Like a sea serpent myth. Wie sich herausstellt, gibt es eine Kreatur, deren Form auf diese Beschreibung passt, was einige Sichtungen erklären könnte. For years, we only knew they existed from the occasional one washed ashore. They have hardly ever been seen alive. Allerdings handelt es sich nicht um eine Schlange, sondern um einen Fisch. Riemenfische haben einen unglaublich langen, gewellten Körper, wobei das längste bestätigte Exemplar fast 8 Meter Länge erreicht. Und unbestätigten Berichten zufolge sind einige möglicherweise doppelt so lang. I think more people have seen the Earth from space, and I've seen one of these this time. Nummer 9. Komodo-Warane. Eine riesige Eidechse, die auf einer abgelegenen Insel lebt, klingt wie etwas aus einer Legende oder einem Märchen. The Komodo Dragon is a modern-day dinosaur at the peak of its powers. Europäer waren anfangs skeptisch über die Existenz eines Komodo-Warans. Und es dauerte bis 1910, bis wir Europäer die Biester erstmals dokumentierten. So these are Komodo Dragons. The largest lizards on Earth, and just extraordinarily broad, powerful. Eine Expedition zur Komodo-Insel 1926, um ein lebendes Exemplar nach New York zu bringen, diente als Inspiration für den Film King Kong. Wir können uns ein alternatives Universum vorstellen, in dem der Titel stattdessen King Komodo lautete. Some zoologists believe it could be a subspecies of another large lizard, which in the past lived on the continent of Asia, in regions ruled over by the Chinese. Heute sind sie weltweit beliebte Zoo-Attraktionen und sehen aus wie etwas aus einer verlorenen, alten Welt. Nummer 8. Hörner von Einhörnern gehörten tatsächlich zu Narwalen. Angebliche Einhornhörner waren im Mittelalter Objekte der Faszination und von großem Wert. Wie sich jedoch herausstellte, hätten die Menschen, die davon träumten, eines Tages die Kreaturen zu sehen, zu denen die Hörner gehörten, eher das Meer als das Land ins Visier nehmen sollen. The mysterious narwhal has inspired myths around the world. In the Middle Ages, the narwhal tusk was sold as a unicorn horn. Physicians believed it could cure the plague, increase virility, detect poison, and even raise the dead. Viele der Einhornhörner, die in dieser Zeit gehandelt wurden, waren in Wirklichkeit Narwalstoßzähne. Sie wurden von den Wikingern während ihrer Erkundungen der Arktis gefunden. Der Status dieser Wale als Einhörner des Meeres wurde bestätigt, als weitere Entdecker begannen, in den hohen Norden zu segeln. Their 3-meter tusk is in fact no more than an overgrown canine tooth. But its exact function, like so much about narwhals, is still in part a mystery. Fun Fact, nur die Männchen haben Stoßzähne. Sie dienen als Unterscheidungsmerkmal, ähnlich wie Geweihe bei männlichen Hirschen. But whether it's a joust or a jaw session is anybody's guess. And the narwhals aren't telling.
Nummer 6. Okapi. Was würde passieren, wenn ein Zebra sich mit einer Giraffe kreuzen würde? Das Ergebnis würde wahrscheinlich ungefähr so aussehen. Und die Leute würden genauso wahrscheinlich glauben, es sei erfunden. So erging es auch den Europäern in Afrika, die vermuteten, dass es sich bei dem Wesen, von dem man ihnen sagte, es lebe in den Wäldern, um einen lokalen Mythos und nicht um ein echtes Tier handelt. Seine Unnahbarkeit und die hornartigen Auswüchse auf den Köpfen der Männchen haben ihm sogar den Spitznamen afrikanisches Einhorn eingebracht. Die Europäer entdeckten das Okapi erst im späten 19. bis frühen 20. Jahrhundert, als sein Mythos zur Realität wurde. Nummer 6. Seekühe könnten die echten Meerjungfrauen sein. Nicht jede mythische Meereskreatur ist bösartig. Segler meldeten häufig, schöne Frauen mit Fischschwänzen im Meer gesehen zu haben. Meerjungfrauen. And early explorers that came over to the New World, like Columbus, wrote in their logbooks about seeing mermaids. It's hard to believe that they ever mistaken that face for that of a mermaid, but evidently those boys had been on the boat a little too long. Die Realität ist jedoch wahrscheinlich nicht so glamourös wie der Mythos. Einer der möglichen Ursprünge für den Meerjungfrauen-Mythos ist die Seekuh. Diese sanften Seekühe werden oft von Booten aus gesichtet und leider auch verletzt oder getötet, besonders in der Karibik. And as you can see, many of these manatees, if not all of them, have some evidence of their interaction with boats. Ah, wir können verstehen, dass sie aus der Ferne etwas menschenähnlicher aussehen als andere Meeresbewohner. Let's go get some tail. Auch wenn wir sicher nicht mit ihnen turteln wollen, sind Seekühe ziemlich liebenswert. Nummer 5. Schnabeltier. Ah, Barry the Platypus, what an unexpected surprise. Viele Europäer waren etwas skeptisch gegenüber den Tieren, von denen die Entdecker aus Australien berichteten. Wir meinen, ein Hirsch, der wie ein Frosch hüpft und manche von ihnen haben zwei Köpfe? Das kann doch gar nicht sein. Aber das wohl unglaublichste Tier aus dem Land Down Under, zumindest für uns Europäer, war das Schnabeltier mit seinen Schwimmfüßen, dem biberartigen Körper und dem Schnabel, der an den einer Ente erinnert. And it goes from cute to killer in an instant. Skeptiker waren sich anfangs sicher, dass sie erfunden sind und dass die konservierten Exemplare, die nach England gebracht wurden, Fälschungen waren, die durch geschickte Taxidermie geschaffen wurden. Platypuses can only be found in the rivers, streams and lakes along the east coast of Australia. Erst als sich das Wissen verbreitete und mehr Exemplare untersucht wurden, begannen die Menschen an Schnabeltiere zu glauben. Nummer 4. Gorillas. This is just one of the most fantastic moments of my life. I can't believe I'm sitting here. Surrounded by a group of mountain gorillas. Außerhalb von Afrika waren diese großen Affen jahrhundertelang Gegenstand von Gerüchten. Etwa wie Bigfoot, lange bevor Bigfoot überhaupt ein Ding war. Um 500 vor Christus begegnete der karthagische Entdecker Hanno der Seefahrer haarigen Menschen, die fähige Kletterer waren und mit Steinen warfen. Seine Dolmetscher nannten sie Gorillai. Dies könnten Gorillas oder andere Menschenaffen gewesen sein, obwohl wir nur spekulieren können. Each gorilla has a personality and style of its own. Erst im 19. Jahrhundert begannen die Europäer, die Geschichten über haarige, menschenähnliche Wesen ernst zu nehmen. Und das erst, als Entdecker im Dschungel auf sie stießen. Da konnten sie wortwörtlich ihre Augen nicht mehr vor ihnen verschließen. To see these incredible creatures in the wild, what a humbling gift. It hits me on a gut level, a sense of responsibility. And a clear need to protect them. Nummer 3. Die Huan Kim-Schildkröte. Nach einer vietnamesischen Legende wurde dem Kaiser Le Loi im 15. Jahrhundert von dem Schildkrötengott Kim Ki ein Schwert gegeben. Nachdem er die Unabhängigkeit Vietnams errungen hatte, gab der Kaiser das Schwert zurück. Und das während er auf einem See segelte, was dazu führte, dass der See Huan Kim auch als See des zurückgegebenen Schwertes bezeichnet wird. Die riesigen Softshell-Schildkröten des Sees galten nur als eine Legende, bis sie im 20. Jahrhundert erstmals gesehen wurden. Traurigerweise starb das letzte bekannte Exemplar, bekannt als Urgroßvater Schildkröte, im Jahr 2016, was bedeutet, dass die Art möglicherweise ausgestorben ist. Nummer 2. Schwarze Schwäne. Bereits im 2. Jahrhundert wurde in Europa der Ausdruck schwarzer Schwan als Metapher für etwas Unmögliches verwendet. Schließlich sind alle Schwäne weiß.
Oder nicht? Als die Entdecker der alten Welt Australien erreichten, entdeckten sie, dass es tatsächlich schwarze Schwäne gab. Wie ihre weißen Gegenstücke werden schwarze Schwäne oft als Ziervögel in Teichen in Europa und anderen Kontinenten eingesetzt. Heutzutage sind schwarze Schwäne zu einem Synonym für einen logischen Fehlschluss geworden, in Anlehnung an den vorherigen Ausdruck oder auch für Ereignisse, die unvorhersehbar erscheinen, aber dann im Nachhinein als offensichtlich angesehen werden. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Riesenkalmar. Then, on the 87th photo, making its film debut. Oh! Stopp! Still! The elusive giant. Der Riesenkalmar ist wohl eines der berühmtesten Seeungeheuer überhaupt. Er ist ein fester Bestandteil von Meereslegenden auf der ganzen Welt und hat Figuren wie den Kraken inspiriert. Trotz seiner Größe wurde seine Existenz jedoch erst im späten 19. Jahrhundert bestätigt, als Exemplare an der Küste angespült wurden. Specimens have been reported weighing close to 1000 pounds. The giant squid is not as heavy, weighing in at around 600 pounds, but they do have far longer arms and even longer feeding tentacles. Und selbst dann wurden Riesenkalmare bis 2004 nicht in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet, weil sie in so tiefem Wasser leben. Aus diesem Grund gibt es immer noch Dinge, die über Riesenkalmare unbekannt oder unbestätigt sind, was den Mythos um sie definitiv noch eine Weile am Leben hält. People are very interested in this kind of thing and we need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. Seid ihr von manchen überrascht, dass sie real sind? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.